Everyone dead. Willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von The Long Dark. Diesmal mit Logan auf der Schulter, den wir zum Gemeindezentrum bringen. Hoffentlich ohne Ablenkung durch Wölfe. Denn wir sind eigentlich ganz gut dabei gerade. Stay with me. Logan, siehst du da hinten den Qualm? Da müssen wir hin. Das ist nicht mehr weit. Ich gehe doch mal davon aus, dass ich den so auf der Schulter habe, dass er quasi nach hinten schaut. Deswegen drehe ich mich immer um und sage, dass er dort den Qualm sieht. Please. Was denn? Bitte was? Durst, ja? Hast du noch genug? Ich weiß einfach, dass du genug Wasserhaushalt hast gerade. Du kannst mich nicht verarschen. Warte mal, hier liegt was. Da könnte ich Fleisch mitnehmen. Logan, ich muss dich mal kurz ablegen. Here you go. Ah, ist das vielleicht der, den ich erlegt habe? Oh, ich muss auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich kann gar nicht so viel mitnehmen, aber ich hau mir am besten mal das Kaninchenfleisch rein. Dann habe ich auf jeden Fall Platz für Fleisch. Ein bisschen. 3 Kilo. Für 3 Kilo würde ich jetzt gerne mitnehmen, wenn er das hergibt. So, mal gucken. 9 Kilo, Gott sei Gott, verdammt. 1 Stunde 30 Minuten, na natürlich dann mit dem Beil. Ich bin überladen, ich muss was loswerden, ganz schnell. Dann werde ich wohl mal eine Kohle ablegen müssen. Reicht das schon? Shit, das Wetter hat sich wieder geändert ein bisschen. Logan, ich bin da. Wo habe ich dich denn abgelegt? Logan? Logan? Da ist er. Oh Gott. Oh, ich muss ganz dringend was trinken. Dass das immer noch so viel Zeit kostet. Logan, ich bin da. Alles gut. Wir haben es nicht mehr weit. Ich musste nur schnell noch was zu essen besorgen. Ich habe wieder viel zu selten nämlich auf diese Vögel geachtet. Zum Glück habe ich das jetzt noch gehört, dass die da sind. Aber dieses Wettergeräusch, ne? Das wirkt so ein bisschen, als würde es jetzt wieder extrem kalt sein. Aber ist es gar nicht. Ich verstehe das manchmal nicht so ganz. Hang in there. What happened? Flugzeugabsturz. Ich habe dich gefunden und bring dich zum Gemeindezentrum, zu anderen Überlebenden, wo es warm ist und Essen gibt. Hang in there. Ich bin echt froh, dass ich das Fleisch jetzt noch gefunden habe. We're making good time. Falling. Just falling. Du fällst gleich nur noch auf die Matte, auf die ich dich werfe. Finally. My hands. Stay with me. Gott, das ist mir ein bisschen seltsam hier mit dem Bewegen. Just have to get Klatsch! Oh Mann. Okay. Dann, wie sieht's aus? Kohle hatte ich ja jetzt mitgenommen, ne? Wir brauchen ja auf jeden Fall noch. Würde ich fast alle wieder umlagern. Verbände könnten wir vielleicht herstellen. Lackporlinge 2x. Wo finde ich die denn?
hier, oder? Nee. Da muss ich, glaube ich, beide reinlegen. Verbände lege ich einen noch mit rein. Ich will es nicht übertreiben. Moment, nein, halt, stopp. Das war wieder falsch. Ich muss die erst zubereiten. Dann zählt das erst. Zubereitet Lackpollinge kann ich leider nur einmal herstellen. Habe ich so wenig gesammelt? Na gut, aber jetzt müsste das dann korrekt sein. So, Lackpollinge. Antiseptikum, wie sieht's denn da eigentlich aus? Brauchen wir auch immer noch. Da würde ich das mit reinpacken hier gleich. Und die Lackporlinge sind jetzt wo? Da. Genau, das hat auch diesmal gezählt. Uns geht's ansonsten eigentlich gut. Gut. Tja, mache ich den Ofen jetzt wieder an, um das Fleisch zu garen? Ich muss es, ne? Ja, ich brauche das Fleisch, ne? Was soll's? Haben wir was zum Nachlegen? Einmal Zedernholz. Ich würde es diesmal probieren ohne Beschleuniger. Come on, little fire. Das war so klar, dass das passiert. Aber ich mache trotzdem nochmal. Komm schon, komm schon. Hier drin ist es doch windstill. Ach, Gott sei Dank. So, dann würde ich gleich mal direkt das Zedernholz verballern. So, und dann garen wir hier mal direkt auf der Kochplatte. Garen wir jetzt das Reh. Zurücklassen. Ich wollte das eigentlich ja. So, mal gucken, welches ist denn hier am schnellsten fertig auf der Platte? Das hier. Oh shit, das eine war noch nicht fertig. Ah, jetzt muss ich wieder ganz lange warten. Oh shit. Nehmen. Oh nein, verdammt. Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Ah, Mann. Nur weil ich das eine Minute vor Garzeit weggenommen habe, hat es gezählt als roh komplett wieder. Ah, shit. Ich hasse es. So, eigentlich noch Brennstoff. Kohle, komm. Hätte ich zwar bestimmt ein andermal gebraucht, aber ich habe jetzt nichts anderes gerade. So, wir müssen noch die ganzen Dosen hier loswerden. Hat man noch welche dabei? Schutzwaffen-Putzset. Gut, dass ich das sehe. Weil ich brauche ja... Ich muss ja den Revolver mal reparieren. Ein bisschen pflegen. So, haben wir das jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt wie viel Essen? 1, 2, 3 Kilo Fleisch. Da würde ich vielleicht sogar einmal Fleisch hier lassen. Irgendwie muss ich hier den Schrank auch voll kriegen. Gott, 16.000, ey. Das ist echt viel, was die wollen. Das ist wahrscheinlich dann das ist die Endquest auch hier, könnte ich mir vorstellen. Tja, wir selber haben auch direkt Hunger. Da würde ich mal direkt was schnabulieren. Mal gucken, wie viel das wegnimmt. Alles. Da werde ich das Fleisch eigentlich fast wieder direkt mitnehmen können. So. 7 Minuten Feuer, da kann ich jetzt auch nichts mehr, glaube ich, Wasser machen, oder?
6 Minuten, doch, das könnte noch reichen. Ne, das reicht nicht. Na gut, ich mach's jetzt nicht nochmal an. Könnt ihr vergessen. Okay. Ja, was mache ich? Nehme ich das Fleisch jetzt mit? Ich sollte wahrscheinlich eher unterwegs nochmal nach Fleisch gucken, weil ich muss den Schrank hier auch irgendwie mal voll kriegen. Gut, der nächste Überlebende ist jetzt da oben. In der Nähe von dem Außengebäude da. Da würde ich mal in die Richtung dann gehen. Aber ich muss erstmal wieder schlafen. Das brennt ja einfach tagelang da hinten. Ist das realistisch, dass das so lange brennt? Ich glaube, das Bett finden wir auch so irgendwie. Wir sind schon geübt in dem Haus hier. 10 Stunden wieder. Ja, komm. Oh, Strom ist wieder an. War an. Und natürlich wieder direkt Durst. Müssen wir auch wieder neues Wasser machen bald. Ist da alles? Ja. Direkt aufgebraucht, das Reh. Der Hirsch. Ich sag immer Rehe. Okay, komme ich hier raus, ohne was anzuzünden? Warte mal, da habe ich irgendeinen Fetzen, habe ich hier gerade gesehen. Nee, ich laufe hier irgendwo da. Huch. Da ist die Tür. Draußen ist es viel heller. Alles klar. Ich muss jetzt, Kompass könnte ich hier gebrauchen. Fällt mir mal auf. Ich sehe meinen Pfeil immer noch nicht. Aber ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. Hier komme ich nicht hoch. Das ist genau die richtige Richtung. Sehr schön. Hasen. Da muss ich doch direkt mal wieder üben hier. Mist, verdammt. Das kriegen wir schon noch hin. Mit der Zeit. Ich muss mir mal echt angewöhnen, die Steine so auszuwählen. Muss der jetzt ausgerechnet dann stehen bleiben, wenn ich werfe? Ja, dann rennt er los, wenn ich werfe. Oh Mann, das hat damit echt kein Glück. Ich will jetzt auch nicht die Pfeile verwenden dafür, weil das wirkt auf mich so ein bisschen deplatziert für einen Hasen. Ich werfe gleich Stöcke nach dir. So, jetzt habe ich mich hier fast wieder ein bisschen verloren. Habe ich hier irgendwo Vögel vielleicht? Dann kann ich ja von Kadavern leben.
Ich habe gerade so überlegt, so eine Bärenbegegnung hier würde ich nicht überleben, oder? Da habe ich schlechte Erinnerungen mit Mackenzie dran. Mehr? Nichts zum Jagen. So, da ist die Hütte. Und in die Richtung ungefähr muss irgendwo der letzte Überlebende, den ich noch retten kann, sein. Der Überlebende hier wird sicherlich ein Feuer gemacht haben. Eigentlich müsste man den Sender. Rauch sollte dann aber auch irgendwo sehen. Wenn er hier ist. Gott, was ist denn das hier für ein dichter Wald? Da hinten. Ah ne, es ist der Flugzeugabsturz. Hier sind so ein paar kleine Hütchen. Sonst muss ich mir hier erstmal ein Feuer machen. Einsames Haus. Ah, da hinten ist doch das Feuerchen. Sehe es doch ganz genau. Das heißt, ich kann in Ruhe erstmal hier abgucken, ob hier was ist. No. Yes. Haben wir ihn doch. I'm a doctor. I'm here to help you. Aber, wie geht's dir? Let's see what's wrong here. Ah, shit, ich habe nicht mehr so viel Wasser. My fingers feel numb. Mal gucken, ich kann ja aber jetzt direkt neues Wasser herstellen. Das passt doch. I've done what I can. Wir haben jetzt noch 200 Milliliter. Dann machen wir doch hier direkt mal wieder einen ganzen Topf Wasser. Nee, nicht so, sondern so. So, Trockenfleisch, vielen Dank. Wie schön ist das immer unendlich an ist dann, das Feuer. Gut, wir müssen jetzt mal warten, bis das Wasser fertig ist. Eigentlich hätte ich die andere Seite noch nutzen können, um was anderes zu garen. Allerdings habe ich gar nichts dabei. Gut, ich würde sagen, dann haben wir ja den nächsten, den wir wegbringen können. Und es ist eigentlich vielleicht gar nicht so weit. Vielleicht schaffe ich das sogar noch in der Folge. Mal schauen. Eva, nee, Ava, komm mal mit mir. Wir bringen dich an einen besseren Ort und damit meine ich nicht das Jenseits. So, ich muss einfach in die Richtung. Ich habe immer noch nicht wegen den Revolver reparieren geguckt, ne? Wollen wir mal hoffen, dass mir das nicht noch teuer zu stehen kommt. What happened? Flugzeugabsturz. Du bist ein Überlebender und ich bringe dich jetzt in ein Gemeindezentrum in der Stadt, wo dir geholfen wird. Birkenrinde. Das ist jetzt das Ende. Du kommst hier noch lebend raus. Das verspreche ich dir. Also Birkenrinde habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber Lackvorlänge sollte ich definitiv mitnehmen. Ich schaue da mal nicht so richtig nach. Hang on.
Don't give up. I won't leave. Klingt immer so abgehakt, wenn sie das sagt. I don't leave. Ich hoffe, ich schaff's mit ihr übers Eis. Vielleicht lerne ich sonst das erste Mal, wie es ist, mit Eis einzubrechen. Oh nein. Burning. That sound. I need. Okay. Catch my breath. Ich probiere jetzt erstmal diese Seenotfackeln. Wo finde ich die überhaupt? Lichtquellen. Da. Kostet mich echt Zeit jetzt. Ich muss sie eigentlich nur in der Hand halten. Oh, das war aber gerade noch im letzten Moment, ne? Lange hätte mich nicht mehr beschützt. Und neuer Schneefall. Geh ich noch mal? Ist das wirklich die richtige Richtung? Ja. Puh, aber du sagst das, ey. Wölfe. Da sagt mal einer, dass die immer nur angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen, ne? Don't close your eyes. Nein. Das könnte jetzt tatsächlich knapp werden zum Gemeindezentrum. Weil Ava etwas mehr friert als ich. Ich sehe gar nicht den. Doch, da ist der Rauchkegel. Kannst du den Rauchkegel da hinten sehen, Ava? Da müssen wir hin. Es ist nicht mehr so weit. Gereicht hätte wirklich immer nur die Fackel in der Hand. Ja, ich kann sie ja nicht in der Hand halten, weil dann bleiben die zwar auf Abstand, aber das schreckt sie nicht ab. Das heißt, ich müsste wirklich immer die Fackel wieder in die Hand nehmen, werfen, in die Hand nehmen, werfen, bis sie halt wirklich weg sind. Also habe ich jetzt die Fackel und Revolver-Munition verbraucht. Das finde ich ein bisschen schade. Weit. Packen wir. Thank you.
Was? Was denn? Hast du was gesehen? Oder gehört? Ah, shit, jetzt geht der Sturm los. Fuck. Letzten Meter noch. Aber wir haben es gleich. Wir sind gleich da. I won't let you go. Und rein in die warme Stube. Can feel my face again. Yep. So, und hier liegt auch schon für dich ein Bett bereit. So you'll be okay. Okay. Puh, suche die vermissten Überlebenden und bring sie zurück. Haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Er wird wahrscheinlich sagen, ich muss Sachen besorgen, ne? Ja, nee. Gleiche sein wie letztes Mal. You're making good progress. Your efforts are making a difference. But there's still work to be done. Ja, ich weiß, Pater. Ich musste mir nur ein bisschen Lob abholen, damit es mir besser geht. Ja, wie sieht's denn aus? Kann ich irgendwas hier lassen? Das Einzige, was ich habe, brauche ich selber, ne? Wie immer. Sehen, wo ich ja. Eigentlich muss ich wirklich jagen. Ich meine, anders komme ich auf die Kalorienzahl, glaube ich, nicht, die hier benötigt wird. Das hier unten hat er ja schon abgeschlossen. Glänzende Lackporlinge hatte ich nicht mehr gesammelt. Petroleum brauche ich noch ein bisschen. Hatte ich da nicht was? Nee. Verbände auf jeden Fall noch. Feuerholz, ganz viel Essen und. Bartflechtenverband kann ich noch machen. Da muss ich nicht Antiseptikum sammeln, was auch irgendwie recht mühselig ist. Kann ich. Habe ich die Toilette hier eigentlich schon entwässert? Nee. Was ist denn hier eigentlich noch drin? Nähzeug. Schmerzmittel. Wollsocken. Auch nicht mal wirklich was ich brauchen kann. Ja gut, ich warte mal wieder so taktweise ab, bis der Sturm vorbei ist. Was immer lange dauern kann oder auch nicht. Okay, jetzt ist der Sturm vorüber. Überlegen, was machen wir denn jetzt? Wir können hier das mit den die Ereignisse, ob der. Ja, das müsste ich eigentlich mit dem Schwarzfeld, würde ich vielleicht machen wollen. Vorratsluken, Plünderung. Ja, da könnte ich vielleicht Sachen holen, um vielleicht das Lager hier zu füllen. Und das Kirchenartefakt möchte ich eigentlich auch immer noch gerne machen. Also hier sind tatsächlich jetzt mal Nebenquests dabei, die ich sehr gerne machen würde. Aber die werden mich hier echt Nerven kosten. Nerven, Essen und all mögliches Zeug. So, das heißt in die Richtung wieder. Geradezu bis in die Berge irgendwie. Da müsste ich doch eventuell auch nochmal an dem Hirsch vorbeikommen. Das war doch, glaube ich, die Straße, wo ich mit Logan, war es Logan, langgegangen bin. Und dann rettenderweise den Hirsch gefunden habe. Ja, sehr schön. Da kann ich mir doch noch ein bisschen Fleisch rausschnitzen. Was ist das hier eigentlich? Ach, die Kohle, die hab ich mir liegen lassen, weil ich wusste, dass ich nochmal vorbeikomme. Oh Gott, ist hier noch so viel Fleisch drin.
Wie viel kann ich denn mitnehmen? Oh, ich kann sehr viel mitnehmen. Kostet halt mal Zeit, ne? Ich nehme mal 5 Kilo, würde ich mal versuchen mitzunehmen. Ist das zu viel? Ich könnte sogar noch mehr mitnehmen. Aber ich will mal jetzt nicht übertreiben. Okay, wir müssen weiter geradeaus. Ist das hier in der kleinen Nische? Wer weiß, was ich überhaupt finden muss. Ach, das ist noch viel weiter hinten. Es wirkt auf mich jetzt so ein bisschen wie diese Zeichnung. Was haben wir denn hier? Ist das nicht Bartfläche? Noch so viel? Alles schön mitnehmen. Ist da irgendwas? Das sieht doch aus, als... Oder ist das wieder bloß ein Stein? Ich sehe ja schon Hütten, wo keine sind. Ich glaube, die Kälte hat mich schon halluzinieren lassen. Aber da sind doch so... Heuballen oder so. Das ist doch meistens ein Zeichen, dass da irgendwas ist. Kommt zwar jetzt vom Kartenmarkierung nicht so ganz hin, aber mal gucken. Ach, das ist ein entwurzelter Baum. Ich dachte, das ist ein Heuballen, verdammt. Ah, Mist. So, das heißt in die Richtung. Genau, in die Richtung müsste das eigentlich sein, wo ich hin soll. Ja, ich weiß, dass du Durst hast. Aber noch nicht so dringend, wie es meiner Meinung nach nötig wäre. Gerade. Ah, hier ist irgendwas. So brutal. Hier wurde einer mit einem Pfeil. I think I can use this. Einen Pfeil erschossen. Angelzeug, das hatte ich glaube ich schon, oder? Ja, hatte ich. So, hier könnte ich mir nochmal ein Feuer machen, wenn ich es brauche. Was haben wir hier Schönes? Notiz eines Straftäters. Irgendwas da draußen jagt uns. Hab die nicht kommen sehen. Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttelt. Haltet die Augen auf, Leute, sonst kommen wir hier nie raus. Oh, und Schokoriegel. Die trinke ich mal direkt, die ist eh fast schlecht. So, aber ich habe ein bisschen überzogen, Leute. Ich würde sagen, was in der Höhle drin ist und wie es weitergeht, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge an. In 2 Tagen. Vielen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Und bis bald, Leute. Tschüss.